Einen wunderschönen, meine Lieben. Hier ist wieder Martin, dein Lieblingsprotagonist. Let's play Nioh. Und ich habe heute schon eine Folge auf. Ich habe heute ewig viel gespielt. Du wirst beide Folgen nicht an einem Tag sehen. Und vielleicht schaffe ich die auch gar nicht in ein Video zu packen. Diese Folge hier. Aber ich saß gerade auf dem Sofa, hab abgeschaltet und dachte mir, damn, ich will besser werden. Und deswegen machen wir ein paar Nebenmissionen. Ja. Und ich schaue einfach mal, was es hier alles so gibt. Uralter Text 3 Kiri. Damit könnte ich mir dann wahrscheinlich eine Waffe schmieden. Da gibt es auch Amrita. Besseres Holz, Beschwörerkerze. Da gibt es eine Maske, eine Waffe. Die haben wir noch nicht erledigt hier. Muss ich nicht haben. So, genau. Da gibt es die Geste und einen Speer. Und uralter Text, Rüstung des wilden Stiers. Und Rüstung wilder Stier. Das machen wir doch einfach mal. Ja. Sir Anjin, also Kuroda Nagamasa sagt: Sir Anjin, ich habe eine etwas peinliche Bitte. Das berühmte Schwert Heshikiri Hasebe, Schatz des Garuda-Clans, ist verschwunden. Als ich in der Höhle mit dieser dämonischen Metze rang, machte sich etwas an meiner Hüfte zu schaffen. Da ich das Schwert nicht bei ihr gefunden habe, muss es ein anderer Dämon gewesen sein. Ich flehe dich an, finde das Schwert und bring es mir wieder. Ja, machen wir. Missionslevel ist 15. Wir sind jetzt schon bei Level 29. Das heißt, wir sind schon etwas stärker. Was ich auch wahrscheinlich am Ende des Videos machen will, je nachdem, wie lange diese Nebenmission dauert. Ich möchte gerne nochmal die Skills und die Fähigkeitenpunkte abchecken, um zu sehen, ob ich da vielleicht etwas noch ein bisschen besser machen kann. Aber bis wir soweit sind, kämpfen wir doch erstmal eine Runde. Ah ja. Hoppa. Au! Was er auch trifft. Okay, jetzt muss ich aber vorsichtig sein. So schwer wie der Boss ist der allerdings nicht. Trotzdem, ganz schön tanky. Hält eine Menge aus, der gute Sir. Den haben wir. Vielleicht bekommen wir auch Pfeile noch. Das wäre ja was. Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Aber sieht aus wie ein Schatzgoblin oder so. Alter, bleib stehen. Alter.
Ja, das kann noch eine Weile dauern. Aber ich gebe nicht auf. Niemals. Wo er mich hinführt. In die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Gott sei Dank ist der nicht so stark. Komm schon, noch einmal. Ach, das war... Ach, hör auf. Das war tatsächlich die Mission, ja? Oh, gut. Naja, okay. Dann können wir ja zumindest mal nach den Skills schauen. Das war ja einfacher als gedacht. Kuroda Nagamasa sagt, ja, wer findet's darf behalten. Das ist Heshikiri Hasebe, der Schatz der Kuroda, der mein Vater von Fürst Nobunaga persönlich überreicht wurde. Wie hätte ich meinem Vater je wieder unter die Augen treten können, wenn ich es verloren hätte? Ich bin dir zutiefst dankbar, Sir Anjin. Und erzähle meinem Vater nächsten, ja? Juhu! Gut, schauen wir uns mal erst hier die Ausrüstung an. Und ich glaube, es wird auch Zeit für eine Zweitwaffe. So. Wir haben ein Odachi. Und könnten als Zweitwaffe entweder das hier nehmen. Keine Ahnung, was das für eins ist. Oder das hier, das Raikiri. Auf eine Doppelklingenwaffe habe ich keine Lust. Dann lieber eins von denen hier. 2 Teile, das sieht nach einem Set aus. Ehre des unübertroffenen Kriegers des Westens. Oder das Reiki, Angriffseffekt Geist, Blitz plus 4. Wasser oder Blitz? Ich bin eher für Blitz. Wir probieren das einfach mal aus. So, einen Langbogen. Den können wir auch verbessern. Das ist sehr gut. Und das Handrohr. Ja, haben wir auch ein besseres. Den Rückkehrer, Gegenstandsbilanz, Menschen. Ja, wobei so viel stärker ist es nicht. Und wir kriegen mehr Gegenstände. Das behalte ich erstmal. So, vielleicht 9 Hut. Nein. Ist auch ein Teil des Sets. Scharfsinn des Taktikers. Okay. Und Grünschnabel haben wir auch nichts. Haben wir auch nichts. Hier hätten wir vielleicht noch... schwere Rüstung. Der heldenhafte wilde Stier ist auch ein Set-Item. Macht uns aber richtig schwer. 50. Sprint erhöhte Ausdauer, Leben plus 16. Ich lasse es erstmal so, aber verkaufen werde ich es nicht. Gut, dann speichern wir einmal kurz. Hier hätten wir noch eine Nebenmission. Die ist neu. Schutzgeist Mitsuchi. Hashikiri Hasebe, uralter Text. Okay, die werden wir gleich machen, aber ich möchte nochmal mehr Informationen. Erstmal checke ich mal die Auszeichnung ab, okay.
Ich habe Rufpunkte, die ich noch vergeben kann. Reduziert den Elementarangriff und erlittenen Schaden, macht es leichter, Gegenstände zu finden. Widerstandskraft, Nahkampfschaden. Ich will mehr Gegenstände. Oh. Oh, das war nicht alles wieder. Oh, shit. Na gut, was haben wir denn jetzt? Amrita-Bilanz plus 1%. Haltbarkeit belebter Waffen plus 50, finde ich auch gut. Leben plus 10 ist gut. Glück plus 6 ist auch gut. Na gut, kann man nicht meckern. Titelliste. Ah, und hier sieht man, wie man die freischalten kann. Okay, gut. Das hilft uns doch auch weiter. Viele sind... Eine Minute 10. Wie soll das denn gehen? Was? Damn. Gut, Amrita-Erinnerung. Das ist Story. Fähigkeiten Anpassung. Fürs Odachi haben wir ziemlich viel. Das sieht cool aus. Zieht das Schwert. Ah ja, okay, halten. Bodenbeben. Das ist, glaube ich, genau. Abriss. Und genau. Yes, das haben wir schon. Und gehen mal zum Fähigkeiten erlernen, denn wir haben noch Ninja und Fähigkeitenpunkte. 7 Shuriken. Jetzt muss ich selber mal kurz lesen. Shuriken Level 1. Du erhältst 7 Shuriken. Okay, damit kriege ich Shuriken und kann sie werfen. Das verbessert den Skill weiterhin. Das verbessert den Skill weiterhin. Kunai. Wie Shuriken mit mehr Schaden? Galnusbrühe. Ah, Gifteffekt für Waffen. Ah, okay, cool. Giftabwehr. Giftschuriken. Erdfeuerfalle. Lähmung. Lähmungsabwehr. Lähmungsschuriken. Blendschale. Wenn du sie wirfst, hinterlässt sie eine Staubwolke. Verringert die Distanz. Das klingt gut. Leute verlangsamen. Das sind Fallen. Kann auch praktisch sein, wenn man sich mal zurückziehen muss. Du hältst 3 übelriechende Erdfeuerfallen, übelriechendes Gas, keine Ahnung, was das macht. Hier erhalten wir 3 Kayaku-Dama des Iga-Stils, die explodieren, wenn sie geworfen werden. Auch genau dasselbe. Wurf. Was auch immer. Granaten. Du erhältst 2 Feuerschuriken. Cool. Du erhältst 2 Befehlsschussschriftrollen. Bereit, wenn du sie benutzt, eine Fernkampf einmal abfeuerst.
Okay, cool. Jutsu-Kosten. 6. Keine Ahnung, was Jutsu-Kosten sind, aber ich glaube, das sind unsere Fähigkeitenpunkte oben rechts. Das ist quasi extra Munition. Du erhältst gelegentlich Projektile zurück, die einem Feind an seinen Schwachpunkt durch den Treffer. Das hätte ich gern. Kann ich mir nicht leisten. Da müssten wir hier erstmal einen Punkt investieren. So viel haben wir gar nicht. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die du tragen kannst, um 3. Möchte ich auch gern haben. Schaden von Bögen hätte ich auch gern. Kugelanzahl erhöhen hätte ich auch gern. Kann ich mir nicht leisten aktuell. Lunten, Kanonen. Schriftrolle, die mein Tempo erhöht. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Das hätte ich gern. Hier erhalten wir Rauchkugeln, die eine Rauchwand erzeugen, damit Gegner mich nur schwer erkennen. Schnellwechselschriftrolle. Oh, das ist ein zweites Leben. Du hältst eine Schnellwechselschriftrolle. Durch sie kannst du vorübergehend den Angriff eines Gegners überleben, der andernfalls dein Leben auf 0 reduziert. Und das Ganze 3-mal sogar. Gut. Falls Feinde dich nicht bemerken, greifst du sie mit einem mächtigen Angriff von hinten an. Ja, bitte. Das möchte ich gern haben. Kann ich mir nicht leisten, oder was? Kann ich nicht... Ach so, dafür muss ich eine Mission. Der Weg des Ninjas Neuling abschließen. Okay, das ist nicht das erste hier. Werde ich aber machen. Okay, du hast 3 Katzengang-Schriftrollen. Wenn du sie... Kannst dich völlig lautlos bewegen. Immer leistest du weniger Schaden, wenn du runterfällst. Schwerer greifbar, Feinde dich kaum noch erfassen können. Klingt auch gut. Könnte man gut mit Fernkampf verwenden, dass ich vielleicht mehr Reichweite habe als die Gegner mit meinen Bögen oder so. Und 3 Schriftrollen der Kodama-Verwandlung. Sie verwandeln dein Äußeres in das eines Kodama, damit Feinde dich ignorieren. Okay, cool. Und da habe ich sogar... Ach ja, erhöht die Menge des heiligen Wassers, das du tragen kannst. Und der Elixiere. Ja, warum ich das geskillt habe, keine Ahnung. Oder das war schon. Naja, Medizinmann, das hätte ich gern. Der Weg des Neuling-Ninjas. Müssen wir auf jeden Fall gleich machen. Hier erhalte ich 2 Kraftpillen. Okay, das ist ein Angriffsbuff. Noch ein Angriffsbuff. Auch sehr gut. Drücke Y oder X, wenn du dich gegen einen bewaffneten menschlichen Gegner verteidigst, um ihn die Waffe abzunehmen und einen Gegenschlag auszuführen. Kann nur bloßen Händen benutzt werden. Ja, mit bloßen Händen... Fuck. Mit bloßen Händen kämpfe ich aber nicht. Okay, wir waren schon fast ganz unten. Erhöht den Schaden von Angriffen mit bloßen Händen. Klingt spannend. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und er steigert die Ninjutsu-Kapazität um 4. Okay, also Notiz. Wir werden diese Mission, der Weg des Ninja-Neulings, finden und absolvieren, damit wir diesen Skillbaum freischalten. Wir haben aber auch noch die Magie. Und da haben wir 3 Entkräftungstalismane, die Gegner schwächen. Die haben wir schon am Start, aber nicht ausgerüstet. Dann haben wir noch hier Lebenssiegel-Talismane. Die KI-Regeneration des Gegners wird geschwächt. Das könnte gut sein, auch für Bosskämpfe. Im letzten Bosskampf haben wir ja, ich bin ja sehr oft gestorben, was du nicht gesehen hast. Aber dieser Samurai, gegen den wir gekämpft haben, dieser erste böse Gegner aus England noch. Ich habe ihn nur besiegen können, weil ich ihn häufiger sozusagen gestaggert habe. Also er hat mich angegriffen und ich konnte sehen, dass seine Ausdaueranzeige runtergeht. Und
Wenn sie ganz unten war, dann hatte ich die Chance, ihn anzugreifen und zu staggern. Und dadurch mit meiner Dreiecks-, also mit meiner starken Angriffsattacke, ihn einmal aufzuspießen und dann ein bisschen Schaden zu machen. Und dieser Weg hat sich für mich als sehr gut herausgestellt. Und mit diesem Gegenstand könnte man das nochmal exploiten und also doppelt draufsetzen quasi. Doubling down on Lebenssiegel-Talisman. Hier haben wir Faultier-Talisman. Du hältst zwei Faultier-Talismane, mit denen du Gegner stark verlangsamen kannst. Das hört sich gut an, wie bei Final Fantasy. Mit Gemach. Oh. Das wäre krass. Und hier halten wir einen Reinigungstalisman, der alle Statuseffekte eines Gegners entfernt, positiv und negativ. Zaubergeschwindigkeit, verlängert die Wirkungsfähigkeit, das hätte ich auch gern dann. Geheime Feuertalisman, okay, Waffe in Feuer verzaubern, Elementarschaden. Fernkampfwaffe, Elementarschaden. Feuerabwehr. Okay, Wassertalisman, Windtalisman, Blitztalisman, Erdtalisman, Schattengeschosstalisman. Du kannst ein Talisman Seelenbefreiung bereithalten. Bei Benutzung wird die Nulllichtigkeit. Und sie werden in Lichtklingen verwandelt, bis die auf deine Feinde niedergehen. Kann nicht verwendet werden, wenn die Vertrautheit unter 300 liegt. Also mit mir bereits vertrauten Waffen kann ich. Damn. Ist aber nicht so mein Stil. Der vorübergehend alle Statuseffekte aufhebt. Yokai-Schutz plus 100. Reichweite der Reinigung. Verstehe, ja, das ist den Yokai-Schmutz, den ich entfernen kann. Der Reinigung. Oh. Krass. Und hier halten wir Kikai-Talismane. Das sieht gut aus. Ist das Regeneration? Du hältst zwei Kikai-Talismane. Die erzeugen eine dichte Barriere, die Verunreinigung aus dem Yokai-Reich beseitigt und die Kai-Reinigung beschleunigt. Das hätte ich auch gern. Erhöht die Wirkungsdauer von heiligem Wasser. Wahrscheinlich ist das heilige Wasser etwas, das meine Kai-Regeneration beschleunigt. Zwei Oasis-Talismane. Für die Benutzung wird die Gesundheit, Leben von Verbündeten in Reichweite allmählich wiederhergestellt. Wird meine Gesundheit wiederhergestellt? Das hätte ich auch gern. Oh, daran muss ich mich noch gewöhnen. So. Schattengeschoss, Regeneration, Gesundheitszuwachs, Elixiere erhöht, auch gut. Widerstand, Talismane, Stahltalismane, Schutztalismane. Das ist ein Buff Verteidigung. Das ist ein permanenter Buff, glaube ich. Gegen Yokai, hört sich auch gut an. Okay, das sind so krasse Talismane, die mich buffen und debuffen. Okay, oh, auch waffenlose Angriffe. Ah. Hier kann man Amrita Gain erhöhen. Alter, Amrita um 3%. Das hört sich auch gut an. Glücktalismane, seltene Gegenstände. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Wohlstandstalisman, mehr Gold. Verteidigung reduziert, dafür ist nicht ins Wanken. Berserker, Angriffskraft erheblich. Tobsucht, diese Final Fantasy RPG-Elemente.
Okay. Einsatzdauer belebter Waffen um 3. Das möchte ich gerne sehr, sehr, sehr gerne haben. Und wir haben, ja, wir haben hier ganz viel. Wir sind jetzt auch durch. Omnium-Magie-Kapazität. Was das alles bedeutet, weiß ich gar nicht. Deswegen suchen wir mal diese Neulingsmission. Hier ist es nicht. Wo ist diese Neulingsmission? Vielleicht im Dojo. Da ist es. Weg des Kriegers. Wir gehen in diesem Let's Play mal alle drei. Weg des Kriegers, Weg des Ninjas, Weg des Onmyo. Gehen wir mal durch. Du bist also Sir Anjin. Siehst nicht schlecht aus. Wer ich bin, fragst du? Ich bin Marume Nagayoshi, der größte Soldat der Welt. Fürst Muneshige? Fürst Muneshige hat mir von dir erzählt. Du vernichtest Banditen und Yokai mit Techniken, die du dir selbst beigebracht hast. Wirklich beeindruckend. Was hältst du davon, ein paar echte Angriffe zu lernen? Wie arrogant. Betrachte dies als deine Einführung in die Taisha-Schule der Schwertkunst. Bist du bereit? Yes, I am. Let's go. Gehen wir mal nach 4 Missionen und krassen Bossen zurück ins Tutorial, um ein bisschen besser zu werden, weil wir einfach diese Skills brauchen. Beziehungsweise ich, es macht das alles einfacher. Unglaublich schwieriges Spiel. Und ich habe schon langsam ein bisschen Skill aufgebaut. Und brauche noch Skills von außerhalb. Benutze Haarlocken, um verschiedene Arten von Fertigkeitspunkten zu erhalten. Ja, das habe ich schon mal vor dem Boss gemacht. Jetzt habe ich Fähigkeitenpunkte bekommen. Setze Fähigkeitenpunkte unter Fähigkeit erlernen im Statusmenü ein, um eine Fähigkeit zu erlernen. Erhöht den KI-Schaden, reduziert den KI-Verbrauch. Ja, was soll ich denn hier aktivieren? Hier kann ich ja gar nichts aktivieren. Okay. Das klingt ja alles wirklich toll, aber das kann ich ja lernen. Unter Fähigkeitenanpassungen im Statusmenü kannst du die Fähigkeiten ändern, die einem Befehl zugeordnet sind. Katana. Gut, Mission Nummer 1 hätten wir geschafft. Mir gefällt dieses Spiel immer mehr. Mit dieser ganzen Vielfalt, die ich jetzt gerade so entdecke. Am Anfang wird man ins kalte Wasser reingeworfen und kämpft einfach so krass ums Überleben. Und man muss sich erstmal mit den ganzen Mechaniken vertraut machen und dem Ausweichen.
Und nun ist es aber einfacher geworden. Der Weg des Kriegers Neuling. Mission abgeschlossen. Ha, gute Arbeit. Daran dürftest du eine Weile zu arbeiten haben. Du musst mir nicht danken. Bei diesem Kampf habe ich auch etwas darüber gelernt, wie ein Samurai aus der Fremde kämpft. Wie dem auch sei. Du kannst jetzt schon mehr als meine Schüler bewältigen können. Nächstes Mal kämpfe ich persönlich gegen dich. Freu dich darauf, Sir Anjin. Ich tue es. Ja. Okay, Weg des Ninjas. Hattori Hanzo? Ah, William, du bist gekommen. Wenn du Interesse hast, bringe ich dir gern bei, was ich über den Weg der Ninja weiß. Oh, ich weiß, du bist stark. Aber schon bald wirst du auf Feinde treffen, gegen die dich ein Frontalangriff nur ins Verderben stürzt. Ein Ninja jedoch schlägt von hinten zu. Unsere Stärke liegt darin, das Schlachtfeld selbst zu kontrollieren. Die Beherrschung unserer Methoden wird dich zu einem noch größeren Krieger machen. Na, dann zeig mir mal, was du kannst. Ich bin immer bereit für Neues. Dieses Dojo ist ein Trainingsgelände für Samurai und erfüllt von Blut, Schweiß und den Tränen unzähliger Krieger, die hier ihre Techniken verfeinert haben. Innerhalb seiner Mauern werden seit Generationen die alten Traditionen und Geheimnisse der Samurai weitergegeben. Benutze Haarlocken, um verschiedene Arten von Fähigkeitspunkten zu erhalten. Setze Fähigkeitspunkte unter Fähigkeiten erlernen ein, um Fähigkeiten zu erlernen. Das sind Ninjas, ne? Ja. So, du wirfst einen weiteren Shuriken, nachdem du die Shuriken-Taste drückst. Du kannst Ninjutsu und Omnio-Fähigkeiten an deinem Schrein vorbereiten und sie wie Gegenstände einer Bindung zuweisen. Ach, das kann ich nur im Schrein. Ah. Das sind die leeren Felder. Das sind die leeren Felder. Yay. Also, Shuriken. 7 Shuriken. Mensch, hätte mir das geholfen. Verdammt. Du hältst 2 Blendschalen bereit. Wenn du sie wirfst, zerspringen sie und hinterlassen eine Staubwolke. Gegner, die damit in Kontakt kommen, können keine Schuss- oder Wurfwaffen verwenden. Verringere die Distanz, um die du... Bla. Okay. Das war's. Ja, langsam kommen wir aufs nächste Level, würde ich mal so sagen. Der Weg des Ninjas. Du hast ein Talent dafür, William. Mit diesem Maß an Eifer und Übung wirst du zweifelsohne auch schwierigere Techniken meistern. Später werde ich dich weitere Geheimnisse lehren. Vernachlässige in der Zwischenzeit nicht dein Training. Das Mikrofon hier verschieben. So, perfekt. So kann man noch wunderbar arbeiten. Yay, yeah, wir haben sogar Ausrüstung bekommen. Und jetzt nochmal das letzte Training, Weg des Omnio.
Fuku, oh, du ehrst mich mit deiner Anwesenheit. Übrigens, Sir Anjin, bist du interessiert an der Macht des Omnio? Wenn du deine vorhandene Stärke dadurch ergänzt, wirst du sicher zum stärksten und klügsten Dämonentöter von allen. Ich bin selbst nur eine Schülerin dieser Künste, aber wenn du es wünschst, bringe ich dir bei, was ich weiß. Ein Omnio-Magier nutzt den Fluss der Ki-Energie aus dem Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit, um sich selbst, andere und das Wesen der Welt zu verändern. Das wird ihr sicher von Nutzen sein. Ja, es sieht so aus, als hätten wir jetzt gerade eben auch erst diesen Skill hier freigeschaltet, denn oder dieses Tutorial, denn hier waren wir ja gerade eben. Im Daisaifu Denmagu-Schrein wurde ursprünglich errichtet, um einen zornigen und auf Rache versessenen Geist zu besänftigen. Doch das ist schon lange her, und nun beherbergen seine Mauern gesetzeslose Schurken und grausame Yokai. Es gibt Gerüchte über einen besonders furchterregenden Schrei, der nachts in der Nähe des Schreins zu hören ist. Du kannst 3 Feuerschuss-Talismane bereithalten. Verleiht deinen Projektilen bei Benutzung die Macht des Feuers. Feuer-Talisman beschwört Flammen herauf, die deine Waffe umgeben. Ein Feuerschuss für die Geschosse. Gut. Das war's. Das ist so cool. Wie lange hält es an? Unten rechts ist die Anzeige. Ja. Okay, gut. Wie verschwinde ich jetzt hier? Damit haben wir doch eine Menge gelernt. Das finde ich mal richtig gut. Der Weg des Onmyo, Neuling. Eine wundervolle Vorführung. Wie ich vermutet hatte, besitzt du eine natürliche Gabe für unsere Techniken. Du musst sie nur noch verfeinern. Wir sollten uns wieder treffen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Fuku, das sehe ich genauso. So, und damit nicht alles umsonst war, machen wir noch eine Nebenmission. Und zwar... Kanbei und der Fürst. Kuroda Kanbei, Sir Anjin, kann ich dich bitten, nach dem Schwert der Heshikiri Hasebe, dem Schatz unseres Clans, zu suchen? Ich hatte diesen Tölpel Nagamasa damit beauftragt, aber er kam wieder und jammerte nur, dass er es wieder verloren hätte. Du hast es doch schon einmal für ihn gefunden, oder? Der Dummkopf hat es wahrscheinlich fallen lassen, als er in der Höhle mit den Yokai kämpfte. Ich möchte dich bitten, dem Clan noch einmal zur Seite zu stehen und das Schwert wiederzufinden. Es gibt Gerüchte, dass seit dem Verlust des Schwerts tote Krieger in der Höhle umherstreifen. Sei wachsam. Alles klar, Bruder.
Gut. Doch bevor wir richtig starten, müssen wir jetzt unser neu gelerntes Wissen auch anwenden. So viele Gegenstände. Okay. Gut, gut, gut. Fähigkeit erlernen. Yes, hier sind wir doch schon mit der Magie. Omnium Magiekapazität um 4. Oder wird ein Schutzgeist fähig, der Feinde angreift? Schwebende Schwerter um mich herum? Ey, was? Wie krass ist das denn? Steigert die Goldmenge, steigert. Es wird leichter, seltene Gegenstände zu finden. Ja, bitte. Das war's. Wir haben nichts mehr. Und hier eine Jutsu-Kapazität. Kraftpillen. Jawohl, Gegner von hinten angreifen. Und eine Jutsu-Kapazität. Keine Ahnung, was das jetzt bringt, aber das wird schon. Sogar im Level können wir einmal aufsteigen. Also, Stufenaufstieg. Und auch noch einmal. So, 16, 16, 10. Wir gehen jetzt einmal einen etwas anderen Weg. Wirkung und Kapazität des Ninjutsu, Wirkung, Kapazität der Omniomagie des Schutzgeistes. Also Geschicklichkeit oder Magie. Wir gehen auf Magie und haben gleich auch Skillpunkte bekommen, wenn ich das richtig sehe. Gut, das sind alles passive Sachen. Ne, kostet Jutsu, kosten 6. Ich habe gar nicht genug Jutsu. Oh, shit. Ja, dann müssen wir erstmal noch leveln. Also hat uns das im Endeffekt gar nicht, noch gar nichts gebracht. Gut. Du Drecksau. Sehr schön.
Ja, diese Nebenmissionen sind auch ganz gut, um Ausrüstung zu farmen. Und Pfeile, Munition. So wie es aussieht. Was war das? Was war das wieder schön? Okay, also er ist einer von diesen Kandidaten, die ihre Ausdauer. Erstmal müssen ihre Ausdauer runterbekommen. Damn, das ist ganz schön anstrengend. Okay, aber na gut. Gut, Pfeile, Pfeile. Yay, Feuer. Das war's mit dem Feuer. Gut, auch die Besten müssen mal sterben. Aber ich muss ganz schnell meine Seele wieder einsammeln. Unbedingt.
unbedingt meine Seele wieder einsammeln. Yep. Ich bin völlig aufgedreht. Was für ein Kampf, so viele Gegner. なぜ皆断りを外れるのか。次は三成殿か家康殿か。いっそ
Juhu, besessen von Mitsuchi durch Geistheilung. Da könnten wir auch noch mal einen Blick, einen kurzen Blick drauf werfen. Fürst Kanbei, ein Yokai, der aussah wie ein Mönch. War also im Besitz von Heshikiri Hasebe und kämpfte damit? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber vielleicht bringt dieses Schwert eine größere Verantwortung mit sich, als wir Kuroda tragen können. Hier, bitte verzeih mir das unbürgerliche Angebot und nimm es an dich. Es ist der größte Schatz des Kuroda-Clans. Setze es mit Bedacht ein. Dankeschön. Und wir leveln erstmal kurz auf. Oh, eine Jutsu-Kraft gehen wir mal auf 9. Geschick, Magie. Bisschen abwechselnd skillen. Und schauen uns mal die Ausrüstung an. Und den Schutzgeist. Aber das mache ich allein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast. Und ja, war diesmal ein bisschen weniger Story, aber dafür auch interessantes Wissen rund um die Spielmechanik. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn nicht, dann lass es mich doch in den Kommentaren wissen, weil ich dann in Zukunft solche Missionen oder so, sag ich mal, solche Let's Plays eher meide. Ich muss halt auch mich rantasten und schauen, was wollen die Zuschauer sehen. Aktuell habe ich keine Zuschauer, nicht wirklich. Oh, würde mich aber freuen, wenn es mehr werden. Und deswegen bin ich auf deine Kommentare wahnsinnig angewiesen. Und dann kann ich auch für dich quasi das Beste Zuschauererlebnis schaffen. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Mein Name ist Martin, dein Protagonist, Let's Play Nioh, und bis zum nächsten Mal. Ciao.